Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei LS22 Frontiers. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht weiter, meine Lieben, mit Marc und Marc. Moin. Also Marc und der Marc. Genau. So, ich habe schon die ersten 30.000 Rüben vom Feld geholt. Und das bedeutet, wir werden ziemlich rasch unser neues Feld kaufen. Ist eine coole Sache, glaube ich. Das heißt, wir können die Rüben-Mission jetzt abschließen. Was mich sehr, sehr freut, weil die hat uns mehr als Kopfzerbrechen beschert. Marc, ja, die Leute interessiert eine Sache brennend. Ja, willst du mal abladen? Gleich. Gab es denn Diskussion? Bezüglich der Geschichte mit den Zuckerrüben, ja, zwischen Milo und... ja, es gab Diskussion. Gab... okay. Ja, es gibt im Prinzip kein richtiges Ergebnis. Also, was ist passiert? Milo hat eben sich diese Mission mit den Zuckerrüben gesnitcht, weil er über seinen Chat zugespielt bekommen hat, dass Zuckerrüben für eine Challenge gebraucht werden für ein Feld. Und was auch über den Chat transportiert wurde, ist, dass wir über einen möglichen Mietpreis von diesen Rüben gesprochen hatten und was das sein könnte. Wurde allerdings ein bisschen anders transportiert und auch ziemlich übertrieben, also so nach dem Motto, ja, der verrückte Manus, der will 250.000 für seine Rüben haben und natürlich ohne allen Kontext und alles. So, und das hat natürlich Manu dazu veranlasst, sich nicht nur die Rüben zu holen, sondern auch ein bisschen Schabernack damit zu treiben, sprich, uns diesen Preis anzubieten. So, und Freezy hat wohl einfach die Rüben tatsächlich auch gekauft von zu einem relativ niedrigen Preis, also was heißt niedrig? Ich glaube schon zu dem Preis, was er gesagt hat, ne? 20.000. Normaler Preis. Ja, ja, genau. Kommt hin. 200 pro 1000 Liter, ja, genau. Was aber wohl ein marktüblicher Preis ist. Jetzt kann man natürlich damit argumentieren, marktüblich ist in unserem Fall, da wir ja wissen, dass es hier um die Challenge geht und sich einen erheblichen Zeitvorteil erspielen kann, wissen wir natürlich, dass 20.000 dafür lachhaft sind. Das kostet der Ernte halt locker an Miete, ne? Aber Fakt ist auch, es ist hier kein klarer Regelverstoß zu erkennen. Es ist halt, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen Perspektive. Ja, für den einen ist es einfach nur ein bisschen Gängelei und haben halt Waren zu einem normalen Preis hin und her gekauft und für die anderen sieht das halt eher nach Vorteilsnahme aus. Wobei auch das nicht explizit verboten ist. Ergebnis des Ganzen ist, kannst dich gerne mit Manu quasi direkt buffen darüber, aber von der PL ist aktuell nicht zu erwarten, außer du möchtest da nochmal explizit eine Diskussion selber führen. Nein, kein Interesse. Also, ich war nicht in der Lage, das irgendwie zu irgendeinem Vorteil zu wenden. Oder zumindest zu einem Ausgleich. Ja, ja. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist nichts passiert. Ja. Trotzdem für deine Mühen natürlich. Vielen, vielen Dank. Ohne Frage. Ja. Also das ist ja außer Frage. Ich glaube tatsächlich, es ist... Vom Manu glaube ich tatsächlich, es ist Schabernack. Aber ohne über die Konsequenzen nachzudenken. Ja, es ist halt wirklich schwierig, ne? Und wie ich schon sagte, Perspektive. Es kommt immer ein bisschen drauf an, wie man das betrachtet. Und ich habe auch so ein bisschen versucht zu erklären, warum es für die PL so schwierig ist, tatsächlich da irgendwas draus zu ziehen. Ja. Ja. Ganz kurz, und zwar, wo müssen die Rüben hin, dass diese Mission erfüllt ist? Ja, moin. Marc, sitzt du hier, ja, im LKW? Ja. Tu doch mal bitte oben mit mal die Geräte mal mit weg zu, mal ordentlich mit hinzutun. Ja. Ja? Also die Geräte sind weg. Für sie? Darf man mit dir reden? Möchtest du, dass man mit dir redet? Hä, warum soll man nicht mit mir reden dürfen? Ja, weiß ich nicht. Ich hab ja dein Antrag da.
dargestellt, dass du dich benachteiligt fühlst und dass du extra Punkte haben willst, weil du dann ja nicht gewinnen würdest und das würde dir so nicht passen. Wer hat das gesagt? Also wer hat diesen Antrag gestellt? Ja, du. Wo? Bei der PL. Wann? Woher weißt du das? Also aufgrund der Tatsache, dass du mich gnadenlos belogen hast, sollte ich nicht mehr mit ihr reden. Tatsächlich ist es aber so, da ich ja projektfördernd hier trotzdem weiter agiere, würde ich dich zumindest fragen, was du möchtest. Eigentlich wollte ich dich etwas fragen. Und erstmal ja, wollte ich fragen, ob du überhaupt darüber reden möchtest. Ja, dann frag doch einfach. Du hast ja heute also auf so einen schönen Discord etwas geschrieben. Hä? Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Möchtest du darüber reden? Das ist... Weiß nicht, ob das das passende Thema ist. Deswegen frage ich dich ja vorher. Na, ich find's nicht so passend vom Thema her. Dann lassen wir es. Weil ich halt tatsächlich hier viel... Naja, wie sagt man, projektstrategische Sachen halt immer bespreche und viel Philosophie. Und da ja. Ist halt eine Folge weg, weißt du wie? Ach so. Wenn wir da jetzt darüber reden. Verstehe. Aber okay. Also wir können uns so gerne darüber unterhalten, da habe ich, das ist überhaupt kein Thema. Aber für hier finde ich es nicht so passend. Okay, ne, ich wollte auch eigentlich nur sagen, dass mich das ein bisschen gefreut hat. Ich habe direkt Manu erstmal angeschrieben, ob du das ernst meinst. Aber okay, reden wir nicht drüber, machen wir später. Auf jeden Fall hat es mich gefreut. Das ist das. Hä? Ist das jetzt ironisch? Nein, das ist ernst gemeint. Ich habe mich darüber gefreut. Ich hätte mich sogar gefreut, wenn es von Anfang an so gewesen wäre. Sag okay. Ich mal so. Nee, das ist tatsächlich. Also überraschend will ich jetzt nicht sagen, weil das wäre ja Blödsinn. Ne? Aber ja, nö, höre ich gerne. Das ist nett von dir, danke. Okay. Ja, aber gut, wenn du nicht drüber reden willst, dann mach ich mich wieder vom Eier. Ich will schon drüber reden, aber ich finde es jetzt für Frontier ist nicht ganz so. Ja. Verstehe ich, alles gut. Alles klar. Gut. Guti, dann viel Spaß mit den Rüben. Das lässt dich nicht los, oder? Es war ja auch ein richtiger Assi-Move. Das war's wirklich. Ja. Oh, ich muss loshauen rein. Ciao, ciao. Aber Marc, du müsstest den LKW vielleicht mal ausleeren, wenn er voll ist. Der war tatsächlich voll. Die Frage ist, wohin? In Zilo? Ja, ne? Naja, wo müssen sie hin, um unsere Challenge zu erfüllen? Das ist die Frage. Da schaffen wir sie hin. Ja, theoretisch müssen wir sie in der Mitte vorführen, aber wir können ja 100.000 Liter nicht Gänze vorführen. Also wo müssen sie hin? Ja, ich würde sie einfach ins Silo einlagern und wenn sie im Silo sind, dann mache ich... Okay, dann mach 100.000 Liter ins Silo. Ja, dann hau alles ins Silo, kein Problem. Gut. Dann mach das ins Silo. Wir bunkern das ein, bis die 100.000 drin sind. Ja. Und so, Chat, aber ganz kurz. Chat, eine Sache. Kein Mimimi, ist Schluss jetzt, alles gut. Ich weiß, viele schreiben auch gerne immer, dass ich Mimimi mache. Es ist das Projekt, es ist eine Challenge. Es geht am Ende ja nicht darum, naja, wir gucken mal, was draus wird. Ich persönlich beginne keine Challenge so, dass ich sage, naja, mal gucken, wie es sich entwickelt. Nein, ich beginne Challenge mit der Voraussetzung, ich möchte gewinnen. So, und das mache ich von Anfang bis Ende, fertig, aus Mickey Mouse. Ich bin nicht der übelst schlechte Verlierer, also um Gottes Willen, wenn einer besser ist, gönne ich ihm das. Er muss nur besser sein, das ist das Wichtige. Ganz einfaches Beispiel, Meet and Beat gegen Hannes. Hannes war einfach in manchen Spielen besser, er hat gewonnen, habe ich ihm von Herzen gegönnt. Vollkommen in Ordnung. Ne? Das als eine Erklärung bildet, ich will das nicht wieder aufrühren, ist aber eine Sache, habe ich unfair verloren, von daher bin ich da ein schlechter Verlierer gewesen. Meet and Beat, guter Verlierer gewesen. Das sind so die Unterschiede, nur um mich da einfach mal ganz kurz zu erklären, obwohl ich es jetzt nicht unbedingt müsste, aber vielleicht versteht der ein oder andere Zuschauer mich dann auch etwas besser. So, weil das ist mir wichtig, am Ende ist mir wurscht, was andere denken, mir ist wichtig, was ihr von mir denkt, ne? Weil wir sind eine Community und da ist es wichtig, dass wir da auch offen drüber miteinander reden. So, das ist einfach das Ding jetzt so, fertig, aus, Ende. Thread closed, Thema abgehakt und jetzt im Chat keine Angriffe gegen die PL, das will ich auch nochmal ganz klar sagen, weil das sind hier Jungs, die sich hier ins Zeug legen und dieses Projekt ermöglichen, uns hier diese ganzen Challenges jede Woche für Woche machen und ausdenken. Das macht nicht wir, das macht die Projektleitung und da muss man mal ganz klar sagen, da gehen ja Props raus an die Jungs
Und da wird nicht hier auf irgendwie, der tut nicht hier, der 12-jährige Kevin, nichts gegen Kevin, das war jetzt wieder komplett gefrontet, Tobias oder wer sonst wer, tut hier irgendwelche erwachsenen Leute, die hier so ein schönes Projekt mitgestalten, in irgendeiner Art und Weise beleidigen. Da ist er nämlich raus aus der Nummer, ganz einfach. So, dass wir da gleich mal drüber geredet haben. Ich weiß natürlich, dass bei so einem Challenge-Projekt immer viele Emotionen dabei sind, auch bei den Zuschauern. Das ist für mich auch vollkommen nachvollziehbar. Deswegen kann ich auch sehr gut damit umgehen. Wenn mich einer sagt, hier, Manus ist doof, Manus macht Mimimi oder sonst was, das ist eine Sache, die trifft mich null. Die trifft mich null und die berührt mich auch null. Das ist wirklich, bin ich vollkommen cool. Marc, der Anhänger ist voll. So, haben wir fünf. Ich habe doch schon dreimal gesagt, dass der voll ist. Entschuldigung. Alles gut, passt schon. So, und damit kann ich vollkommen umgehen, aber man macht es einfach nicht bei anderen Leuten. Das finde ich, ist keine faire Sache und das gehört hier nicht her. So, und ihr müsst auch immer mal um die Ecke denken, um das jetzt zu Ende auszuführen. Man sitzt halt vor seinem Computer, man schreibt halt ganz schnell mal einen Text in so einen Chat, wenn man einen Livestream abends schaut mit, oh, der ist aber blöd oder den finde ich halt doof. So, das ist ein Satz, der ist super schnell geschrieben, ohne drüber nachzudenken. Aber denkt immer mal ein bisschen weiter und über den Tellerrand und denkt auch immer mal dran, was denkt die Person, über die ihr gerade schreibt. Ne? Wenn ihr schreibt, ein Dominik ist doof oder parteiisch oder der ist sonst was, dann denkt auch immer mal dran, was löst das in dieser Person aus. Das ist nicht fair und nicht in Ordnung. Und ihr würdet auch nicht wollen, dass jemand das über euch sagt oder schreibt. Nicht, wenn ihr euch ins Zeug hängt, um am Ende die anderen zu unterhalten. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also seid so fair, bitte. Und ich weiß, dass 98 oder 99,9% meiner Community so fair ist. Aber das Problem ist, dass 1% eben leider die 99% positiv eben ganz schnell mal nach unten ziehen. Weil man liest ja, man nimmt ja die positiven, die negativen Kommentare eben 10, 20, 30 Mal stärker wahr wie ein positiven Kommentar. Ne? Man freut sich, wenn man was Positives liest, alles klar, aber wenn einer richtig hart reinbeleidigt, das ist ja viel intensiver, so ein Kommentar. Auch wenn das vielleicht von 10.000 Leuten, die das Video schauen, nur zwei Mann schreiben, dann ist das eigentlich hier drauf geschissen, aber ist es in dem Fall eben nicht so. Und deswegen, da muss man immer mal, das muss man immer mal zu Ende denken. Was Worte, welche Macht Worte haben? Ne? Welche Macht haben Worte? Das ist ein ganz, ganz wichtiges Ding. So. Schön gesagt. Okay. Dankeschön. Ich hoffe, es war eine klare Message. Ja, danke. Also wirklich danke. Ja. So. Ich habe übrigens eine Idee. Okay, warte ganz kurz. Also am Anfang. Warte ganz kurz, eine Sekunde. Andi, dankeschön für 10 Subs. Vielen, vielen Dank. Dankeschön für die ganzen Subs. Nur ein ganz kurzes Dank an euch. Kuss, aber wie gesagt, ist auch Aufnahme und deswegen. So, Marco raus. Originaltext zu Beginn der Challenge war: Ergebnisse einer Challenge müssen in der Mitte abgeliefert werden. Ja. Jetzt ist uns allen klar, 100.000 in die Mitte zu liefern, ist vielleicht gar nicht so einfach. Gut, wären zwei also Anhänger, drei Anhänger von den Großen, aber ja. Ja, Frage, oder wir machen den voll, den kleinen Anhänger voll, den LKW und fahren mit dem Ernter zu dritt einfach schnell in die Mitte. Ja. Dann ist das Ding nämlich richtig safe, legt aber gleich für die anderen auch nochmal die Hürde, dass sie es in der Mitte zeigen müssen, quasi. Dass wir es gleich in die Mitte fahren? Ja, weil wenn wir jetzt hier den Präzedenzfall schaffen über das Silo, dann haben andere diesen Vorteil auch. Ja. Okay. Und so kann keiner was sagen, aber wir können im Zweifel über andere mal meckern. Ja. Wenn wir es extra vorbildlich abliefern. Die Frage, ja. Dann müssen sie es aber auch so machen dann. Dann müssen sie es alle so machen, finde ich auch, ja. Also was heißt in die Mitte? Das heißt dort abkippen? Nee. Nee, aber wenn wir mit drei Fahrzeugen da stehen, Gesamtvolumen 100.000, dann ist... Ah, das haben wir nicht, Marc. Wieso nicht? Weil wir es nicht haben, so viel. Warum nicht? 60.000 oder 50.000 im LKW, 40.000 in der Erntemaschine und ich habe ja auch mal einen Anhänger. Ich glaube nicht, dass wir 100.000... Ich glaube, also ich habe gerade irgendwas um die 30.000 ja, hoch gehabt. Weil wir haben die Gewichte an. Die realistischen Gewichte, das ist das Problem. Oh. Apropos. Wird nicht funktionieren, glaube ich. Gut, lass mich umlenken, bitte. Hm.
Wie viel hast du abgekippt? Warte mal, es müsste ja im Silo stehen. Müssten wir jetzt im Silo drin haben, wie viel? Also ich habe jetzt 39.000 drin. Also 40.000. 1140. Hm. 40.000, ja. Und ich kriege die Erntemaschine... Auf 40. 45, glaube ich. Sind ja. 85. Gut, 15.000 in dem anderen. Fahrt an den anderen Anhänger mal her. Ist schon. Ach da, na ja, gut, da müssen wir mal gucken. Lass mich mal voll machen. Ich will mal gucken, was in dem anderen... Wie viel hast du jetzt drin? 39.140. Hm? Wir haben keine zwei Anhänger mehr. Wir haben tatsächlich einen verkauft. Fünf. Schulzen, ja, Dankeschön für 10 Subs, Alter. Leute, ich grüße euer Herz. Genau. Vielen Dank. Mensch, yeah. Weil bis das ist immer die Aufnahme reinkriegt. Ja. Aber halb können es auch schon wieder. Das sollten wir von schaffen. Herzen danke für die Subs, Leute. Vielen Dank. Okay. Gut. Ein richtig dekadent restlichen Rüben untergrubbern. Das Problem ist, wir zahlen auch Strafe, wenn wir den Auftrag nicht abgeben. Ne? Das sollten wir uns auch das überlegen. Stimmt. Ich weiß nicht, wie viel Strafe ist im Verhältnis. Wir brauchen die Rüben ja im Grunde genommen auch nicht, ne? Nein. Wir können sie natürlich auch. Aber ich sag dir, wie es ist. Ich sag dir, wie es ist. Wir haben jetzt 80.000 Rüben. Eigentlich haben wir die 80.000 Rüben schon. Ja, eben. Theoretisch könnten wir noch vor 19 Uhr rüberfahren, können das Ding schon wieder abgeben. Wird man dich nochmal mit... Achso, ja. Nee, wir müssen aber unsere Felder... Und Gruppe und unsere Felder unter... Oh, wäre das krank. Nee, ja. Das können wir nicht machen. Das wäre völlig irre. Wir können auch Keule die 100.000 schenken. Für seine Challenge. Dann haben wir bei ihm was gut. Ich frage ihn mal, tatsächlich. Oder? Was meint ihr? Ja, oder für so einen richtig absurd billigen Preis. Ja, oder halt, dass wir auch das Maximum am Preis rausholen. Also auch diese 20.000 halt für die 100.000 Liter. 200 für die Rüben ist halt ein Top-Preis, ne? Ja. Warte mal, ich frage mal. Hallo. Hallo. Ich habe eine Frage. Ja? Es ist ja mittlerweile bei euch mit Sicherheit auch angekommen, dass es ein Feld gibt, auf dem man eine Challenge hat mit 100.000 Zuckerrüben. Ist, glaube ich, das Geheimnis ist gelüftet, würde ich meinen. Jetzt ja, dankeschön. Nein, das wusstet ihr. Nö. Okay, ihr wusstet nicht, dass es... Ja, komm. Lass mal Tacheles reden. Und zwar, habt ihr Rüben, habt ihr schon welche angesät oder nicht? Wir ernten gerade Rüben und haben wirklich sehr viel übrig. Und da ja, die... Wir haben Rüben schon angesät. Okay, gut, dann hat sich's erledigt, weil... gut, es wäre jetzt nur die Frage wegen der Wartezeit, weil die 8 Monate brauchen zum Reifen. Weil die, dadurch, dass die anderen halt so einen richtig beschissenen Deal gemacht haben, finde ich, würde ich jetzt in dem Fall dir helfen. Okay, was haben die denn für einen Deal gemacht? Na, Manu hat die Füße die Rüben fast, also für einen Sportpreis verkauft, 100.000 Stück. Okay. Also, ganz einfach, Manu kam zu mir, hat gesagt, er verkauft mir 100.000 Rüben, dass ich weiterkomme. Wollte 250.000 Euro dafür. Ja. Ne? Also, ja. Und hat gleichzeitig für sie 100.000 Rüben für 20.000 Euro verkauft. 20.000? Ja. Das ist ja geschenkt. Ja. Okay. Ja. Und da war ich, ein bisschen stinkig drüber, muss ich ehrlich zugeben. Wäre jetzt blöd, wenn ich jetzt das sagen würde, es wäre nicht so gewesen. Aber nichtsdestotrotz hat er dadurch Physi ja unheimlich in die Karten gespielt, was die Feld-Challenge betrifft. Und dann sage ich ganz ehrlich, nö. Falls ihr Rüben braucht, wir würden sie euch günstig verkaufen. Das ist das Angebot. Es gibt keinen Haken, es gibt keinen, ihr müsst uns was geben oder sonstiges. Welcher Preis steht denn da im Raum? Würden auch die 20.000 nehmen dafür. Okay. Für 100.000 Rüben, ja. Gib mir mal ein paar Minuten, ich sag dir Bescheid. Ja, klar, kein Thema. Danke dir. Gut, hab sie für 20.000 angeboten und ja. Super. Ich habe übrigens noch gute Nachrichten für dich. Ist mir gerade so aufgefallen. Das offizielle Missionsziel ist, die Rüben in der Mitte abzuliefern, richtig? Mhm. Den Container gibt's ja nicht, der ist verbuggt. Richtig. Und wir haben einen Präzedenzfall, wo letztens schon mal jemand die Strafkosten dafür erstattet bekommen hat. Ja.
und die Rüben nicht ab oder das Ergebnis nicht abliefern musste. Das heißt, das gilt für uns auch. Was heißt das? Das heißt, wir müssen die Rüben nicht abgeben, können die Mission dann abschließen. Die Strafe, die uns dann erwarten sollte, eventuell wird erstattet. Okay, also es gibt keine Strafe in dem Sinne. Es gibt keine Strafe. Mhm. Ja gut, dann haben wir theoretisch, wie viele Rüben jetzt schon? 36, 36, wie viel, oder? Was? Nee, 39, 39. Guckt einfach mal ins Lager, bitte. 1. Warte mal. 39. Also 39, 1. 80. Na, warte mal, du? Ist der rote Anhänger nicht voll? Ja. Ja, dann fahr ihn hoch. Ja, der rote ist voll. Dann fahr ihn ins Lager, weil wenn wir es nicht in die Mitte tun müssen, dann kannst du ihn hochfahren ins Lager. Nein, 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 Moment. Für, um die Challenge, unsere Challenge zu erfüllen, müssen wir es in der Mitte zeigen. So. Ne? Ach so, okay, krass. Ja, Keule? Also ich würde dein Angebot annehmen. Ja, gut, dann wir machen hier unser Dings fertig und bringen dir 100.000 Rüben dann rüber. Sollen wir das ins Lager schmeißen? Ja. Habt ihr noch einen größeren Anhänger zur Verfügung? Ich habe hier gerade einen, der ist aber noch im Beschlag für die nächsten 4 Minuten und dann hätte ich den auch über, ja. Pass auf, wollen wir so machen, weil das, glaube ich, ein ziemlich gutes Angebot für euch ist. Wir schmeißen bei uns die Rüben ins Lager und ihr holt sie euch einfach ab, wenn ihr Zeit habt. Dann machen wir das so. Ja. Okay, cool. Genau. Haust mir die 20.000 aufs Konto und holt sie euch ab, wie ihr wollt. Also sobald er bei dir auftaucht, überweise ich das Geld und dann machen wir das. Genau. Okay, danke dir. Ja, nicht dafür. Bis später. Ja, ciao. So. Was sagst du? Oh, warte mal, jetzt leckt es aber richtig hart. Ich glaube, bei dir kackt irgendwas, irgendwo kackt es gerade ab. Oh, bei mir. Warte mal, bei mir stinkert es gerade ab. Hä? Okay. Was ist denn jetzt los? Alle rausgeflogen. Alle? Ich bin auch rausgeflogen. Ah, okay, alles klar. So, weiter geht das. Sind leider alle vom Server geflogen, aber wir haben natürlich noch drei... Oh, Mist. Wir haben natürlich noch 3 Minuten. Hallo. Beruhig dich doch. Was macht der... Ach, jetzt ist ja jetzt GPS wieder aus. Oh, Mano, ey. Ehrlich jetzt? Muss ich das jetzt wieder einstellen komplett? Wir haben ein ganz anderes Problem. Die Brücke ist oben. Ja, war mir klar. Können wir jetzt nicht abgeben oder wie ist das jetzt? Also wir sind aber auch komplett die Gelackmeierten, oder? Das ist ja auch zu witzig. Gibt's ja gar nicht. Wir haben ja jetzt eh nur noch die 2 Minuten da. Bis dahin. Ja. So, warte ganz kurz. Einmal hoch und einmal go. So, jetzt geht's los. Fahren wir weiter. Abgesehen davon haben wir ja gerade zu tun noch. Für den Moment. Ja. Und so, in der Nacht. Ab 20 Uhr geht's los mit den Spuren oder wann? Ja, von 8 bis 8. Aber jetzt ist die Brücke. Wie ist denn die jetzt genau? Von 7 bis 8 oder was? Ja. Das ist ja doof. Ja. Da müssten wir eigentlich von 7 bis 8 spulen, ha? Naja, hast halt nochmal eine Stunde. Ich bin eigentlich. Ganz so extrem viel Spuren ist schön und gut, aber ja, ach, am Ende mir ist es egal. Wenn ihr die Stunde da noch spuren wollt, dann könnt ihr das wegen mir auch machen. Ich werde kein Veto einlegen. So. Ja, wir kommen übrigens locker hin, ne? Ja. Wir haben ja jetzt schon die 100. Haben wir ja schon easy drin. Was kriegt man denn für den Auftrag überhaupt? Guck mal, wir würden auch 8200 für den Auftrag kriegen am Ende. Können wir den Auftrag eigentlich auch noch fertig machen? Wir können ihn nicht. Nein, wir können ihn ja nicht erfüllen. Wir können ja nicht abliefern. Naja, ich meine doch den Auftrag. Die Mission. Du bist voll. Ja, die Mission fertig machen, das meine ich. Genau, die können wir ja nicht, weil der Abgabepunkt für die Rüben verbuggt ist in der Mitte. Ach, der ist in der Mitte der Abgabepunkt? Ja. Das Problem hatte auch schon mal ein anderes Team. Kriegen wir dann wenigstens das Strafgeld ersetzt?
Wenn man da überhaupt... Das ist das, was ich vorhin gesagt habe, genau. Ach, das war auf die Mission bezogen. Ja. Nicht auf den... Ich dachte, das war, was du vorhin gesagt hast, auf das Dings bezogen, auf unsere Challenge. Nee, da kriegen wir ja keine Strafgebühr. Ja, wenn wir es nicht damit abliefern, meine ich. Ja. Ach so. Nee, da gibt es keine Strafgebühr. 40, 64, 63.000. Wie viel fehlt uns dann noch? Nichts. Wie viel habt ihr jetzt? 37. Ja, wir haben nur 39 im Lager. Ja. Leute? Ist Stopp. Ja. Gut, alles klar. So, Leute, jetzt aber mal ganz ehrlich. Jetzt habe ich einfach die Aufnahme beendet, ohne Tschüss zu sagen. Die muss ich noch hinten dran schneiden. So, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da. Danke, Marc, dass ihr mit dabei wart. Ciao, ciao. Ciao.